Grüßt euch, Frauen und Männer. Kann ja nicht wahr sein, wa? Es ist ja wirklich Weimarer Republik. Ey, dann macht es doch so wie damals in Troja. Der eine stellt sich hin mit seinen Leuten, der andere stellt sich hin mit seinen Leuten und der Stärkste oder Intelligenteste geht dann raus und naja, und dann ist es entschieden. Also das würde heute heißen Putin und Biden oder Xi Jinping und weiß ich wer. Aufstehen-Team fragt mich, ob ich nicht einen Beitrag leisten will. Hier ist er. Pass auf. Wenn ich König von Deutschland wäre, Rio Reiser. Erstens. Detaillierte Offenlegung des Lobbyistentums. Ohne Hintertüren und Tricks jeglicher Art. Zweitens. Schrittweise Rückführung des Gesundheitssystems in staatliche Hand. Ohne Entschädigung bzw. Zugeständnisse. Drittens. Strikte Überwachung des Bankensystems einschließlich der beteiligten Lobbyisten. Viertens. Garantie der Religionsfreiheit. Ohne Wenn und Aber. Lass jeden denken, was er denkt. Fünftens. Abschaffung des Föderalistentums. Dolle Ding, wa? Ein zentrales Rathaus für jedes Bundesland. Etliche Millionen Steuerersparnis wäre die Konsequenz. Ja. Und viel Streit wäre auch nicht mehr da. Sechstens. Jeder hat das Recht, eine Zeitung zu gründen, ohne Ethikkommission oder Genehmigung. Das Volk entscheidet nämlich selber, was es liest. Tja, auch wenn das einige nicht wahrhaben wollen, aber so ist es. Siebtens. Das Bildungssystem muss völlig neu verhandelt werden. Wir haben keine Margot Honecker mehr und wir haben auch keine Schweden. Wir haben hier unsere Leute. Also das würde ich sagen. Aber ihr wisst ja genau, ich will kein König von Deutschland werden. Ich will nur, dass wir in Frieden weiterleben. Tschüss.